Wenn du auf das Video geklickt hast und selbst gerade aktuell wirklich ein Thema hast mit deinen Kindern, wo du sagst, boah, das ist echt ein Kampf, dann bleib unbedingt dran. Ich werde dir ein paar Inspirationen mitgeben, die dir helfen können, es harmonischer zu gestalten im Alltag. Ich habe auf Instagram ich hatte eine Umfrage gestartet, was belastet dich in deinem Alltag aktuell? Und da kam derzeitiges Leben mit Kindern ist ein Kampf. Und ich dachte mir, das wäre ein gutes Video, was ich öffentlich machen kann. Also nicht nur jetzt hier auf Instagram beantworten. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das jetzt tun. Ich blende es dir ein. Wenn du deinen Alltag mit den Kindern als Kampf empfindest, dann hat das was unter anderem mit dem Nervensystem zu tun. Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, passen sich immer dem Nervensystem der Eltern an. Wenn es für dich ein Kampf ist, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kundin, die hat vier Kinder. Sie hat mit allen vier ein Problem, ne? Zwei sind Teenager, 14 und 12, und die anderen beiden sind unter 6. Sehr auffällig, sehr laut, ADHS, also sie hat alles Mögliche von den Ärzten diagnostiziert bekommen für die zwei Kleinen, weil die einfach keine Ruhe geben. Also es ist unglaublich, was sie mir da erzählt, dass sie einfach keine Ruhe hat und dann noch die beiden Großen machen nochmal große Probleme. Wenn, um das, darauf einzugehen, wenn ich in das Thema dieser Klientin reinblicke, sehe ich so viele ungeheilte Themen aus ihrer Kindheit. Das Interessante ist, dass es uns oft nicht bewusst ist, aber unsere Kinder spiegeln uns so, so viel. Natürlich bringt jedes Kind sein eigenes Thema mit, wenn es hierher kommt. Es ist nicht alles ein Spiegel, aber es ist so vieles ein Spiegel. Und wenn es mit den Kindern gerade aktuell ein Kampf ist, dann schau mal, wo in dir noch ein Kampf ist aus der Vergangenheit. Wo in dir, oft ist es sehr, sehr schwierig, alleine auf eigene Faust zu gucken, ja, wo ist denn mir ein Kampf? Ja, da ist kein Kampf. Okay, gibt es Groll auf irgendjemanden? Wie war deine Kindheit? War das wirklich alles so harmonisch? Konntest du als kleines Kind deine Meinung sagen? Das tun, was du möchtest? Und es ist nicht so, dass wenn ich sage, konntest du als Kind das tun, was du möchtest, dass das bedeutet, deine Eltern erlauben dir alles und du schlägst alles kurz und klein und machst, was du willst und springst aus dem Fenster. Das machen Kinder ja nicht. Natürlich wollen die es mal ausprobieren und da geht man ja liebevoll hin und sagt, nein, mein Schatz, das kannst du nicht machen, das tut dann weh. Schau mal, ja. Wenn man Kinder freilässt, also wirklich freilässt in ihrem Sein, entwickeln sie sich ganz harmonisch. Wenn wir aber zu viel einschränken, zu viel einengen, dann wird es disharmonisch. Und diese Disharmonie spiegeln uns unsere Kinder. Und dann ist es im Alltag hektisch ohne Ende. Wir können das ausprobieren, wenn kleine Babys. Da merkt man das mit dem Nervensystem, dass wenn das Baby total unruhig ist und die Mutter ist es dann bei der Mutter, wird es immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. Es gibt auch Babys, die komplett disharmonisch sind, obwohl sie bei der Mutter sind. Und du siehst, dass die Mutter selbst komplett unruhig ist. Das heißt, ich hatte das erst vor kurzem gesehen, eine Frau, getrennt von ihrem Freund mit dem kleinen Baby und es war nur am Schreien, Schreien. Es gibt ja diese sogenannten Schreibabys. Ich kenne mich jetzt damit absolut nicht aus. Es kann natürlich auch eine körperliche Ursache haben. Es ist nicht alles immer psychosomatisch und so weiter. Es können auch körperliche Ursachen sein. Aber wenn da schon ganz viel Unruhe ist, und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als meine Kinder noch klein waren, wenn ich einen Termin hatte am nächsten Tag, ich kann mich erinnern, ich hatte einen ganz wichtigen Termin am nächsten Tag. Es war mit meinem ersten Kind, der war ein paar Monate alt und es war ein ganz, ganz wichtiger Termin. Ich sollte um 6.30 Uhr da sein. Mein Mann sollte mitfahren, auf das Baby aufpassen. Ich gehe zum Termin. Ich war so aufgeregt, ob ich nicht verschlafe, ob das Kind plötzlich Fieber bekommt, ob irgendwas dazwischen kommt. Ich wollte unbedingt, dass dieser Termin klappt. Der Kleine hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Der hat geschrien, ich konnte ihn gar nicht beruhigen und war dann genervt, dachte, nee, nicht jetzt, nicht noch, auch noch das jetzt. Ich bin ja schon unruhig und kann nicht schlafen, jetzt auch noch. Und dann meinte mein Mann, Samar, du bist unruhig, du bist nervös wegen morgen, oder? Und ich so, ja. Und ich konnte mich aber nicht beruhigen. Also ich konnte mich einfach nicht beruhigen. Das ist auch schon wieder 14 Jahre her. Und wenn ich jetzt zurückdenke, bei so vielen Situationen, wo ich unruhig war, dass mir das die Kinder dann spiegeln, die streiten, die rasten aus. Und umso ruhiger ich in mir werde, mit einer Zeitverzögerung, desto ruhiger werden die im Außen, die Kinder. Das heißt, da kannst du in dir reinschauen, wo ist Angst, wo ist Groll, wo ist Traurigkeit, wo ist Wut, wo ist etwas, was verarbeitet werden möchte. Und du musst es nicht wirklich suchen, es reicht einfach ganz entspannt dich hinzusetzen, um mal in dich reinzufühlen. Und oft kommen Sachen hoch. Ich sage es extra oft und nicht immer, weil wir manchmal so betäubt sind, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wir gar nichts fühlen. Und dieses Betäubtsein
ist richtig vom Körper. Der wollte uns beschützen. Das heißt, wenn du so hart verletzt wurdest, so hart erniedrigt, geschlagen, verurteilt, es muss nicht mal körperlich geschlagen sein, missbraucht, was auch immer, dann muss der Körper sich taubstellen, dass das kleine Kind diesen Schmerz nicht ertragen muss. Und so wachsen dann ja Kinder auf, die werden Erwachsene und sind, manche haben einen Stock im Arsch, das seht ihr vielleicht bei Banken oder so, ne, Leute, erinnere ich mich ein paar Kollegen, wo ich mir denke, hä, kein Lächeln oder so, immer so stocksteif. Das ist ein Selbstschutz aus der Kindheit. Aber auch da kann man dran arbeiten, indem man immer wieder sich mit dem, obwohl es kommt drauf an, wenn natürlich starker Missbrauch stattgefunden hat, auf gar keinen Fall alleine da dran gehen. Da unbedingt sich einen professionellen Coach, nicht Coach, ich würde mir einen professionellen Therapeuten aussuchen, der Psychologie studiert hat. Da würde ich wirklich jemanden Professionelles suchen, gerade wenn es ganz, ganz starker Missbrauch war. Weil dann, wenn ich dir jetzt rate, ja, aber geh rein und fühle, das kann retraumatisierend sein, das kann dein gesamtes System durcheinander bringen und das wäre dann echt ein großer Fehler. Genau, das heißt, was du tun kannst, wenn in deiner Kindheit jetzt nicht so starker Missbrauch, was klingelt, stattgefunden hat, zu gucken, dass du dein eigenes Nervensystem regulierst und beruhigst. Wie kannst du dein Nervensystem beruhigen? Indem du Dinge tust, die dir zum Beispiel Freude bringen. Du musst gerade gucken, wer ist das? War der Postbote. Was ich zum Beispiel mache, um mein Nervensystem zu regulieren, ist, ich trinke einen warmen Tee, das bringt mich runter. Ich atme tief ein und aus und mache mir bewusst, dass es gerade ein Triggermoment ist. Also es kommt, natürlich triggern mich meine Kinder bis heute noch. Es ist nicht so, dass alles total friedlich ist. Ihr hört jetzt die Kinder, die freuen sich auf die Post. Heißt nicht, dass jeden Tag friedlich ist. Ist es gar nicht. Es gibt immer mal wieder hier und da Streitereien. Was völlig normal ist. Also es geht nicht darum, auch in diesem Video jetzt zu zeigen, wenn deine Kinder streiten, dann hast du ein Thema. Ich glaube, es gibt keine Kinder, die nicht streiten, wenn man mehrere Kinder hat. Das gibt es nicht. Es geht nur darum, wenn du sagst, es ist echt ein Kampf. Es ist wirklich ein Kampf. Zu schauen, wo in dir ist der Kampf. So, das sind meine Kinder laut und das dürfen sie auch sein. Ich mache es jetzt kurz und knackig. Das heißt, ich finde einen Weg für mich, wie ich bei mir erstmal ankomme, raus aus meinem Kopf, weil da ist dann ein Vulkan, der explodieren will, wo ich einfach nur schreien will und die Kinder bestrafen will, damit sie ruhig sind, weil sie Angst haben vor mir und dann hört das Ganze auf. Das bringt es ja nicht. Also, wenn ich hier meine Kinder zum Beispiel erpresse, erniedrige, anschreie, haben es fremde Leute einfach das Gleiche mit meinen Kindern zu tun, ob es in der Schule ist oder sonst wo, dann sind sie einfach erpressbar. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, wenn ich merke, dass ich gerade mit dem Alltag gar nicht klarkomme, weil es wieder zu hektisch ist, obwohl es sehr, sehr selten kommt, vorkommt, mittlerweile sehr selten vorkommt, früher war das öfters, dass ich erstmal in meinen Körper reingehe. Was spüre ich da? Und da spüre ich in meinem Herzen, wie es klopft. Ich spüre das Adrenalin, also ich spüre wirklich in meinem Bauch den ganzen Stress und dass ich den jetzt rauslassen möchte, zum Beispiel auf die Kinder. Und den Stress könnte ich rauslassen, indem ich springe. Dann bin ich in der Küche und springe, schüttle meine Hände, also meine Arme, meine Beine, mache Töne, also wirklich wie so eine Bekloppte und spüre, wie die Energie, die gerade da ist, anfängt abzufließen. Und wir müssen auch wissen, dass wir in einer Familie so ein biodynamisches System sind. Wir sind wie so ein Ökosystem, wir sind alle miteinander verbunden. Ist in mir vieles, was unterdrückt wird, geht es in dem einen oder anderen Kind, wird es sichtbar. Das heißt, wir ergänzen uns gegenseitig, wir beeinflussen uns gegenseitig, weil wir zusammen ein Feld sind. Wir sind ein Energiefeld gemeinsam, wir sind ein Nervensystem. Gerade kleine Kinder sind immer am Nervensystem der Eltern angeschlossen. Und wenn ich sehe, dass da total hektisch ist und so weiter und was ist da los, kann ich in mich reinfühlen. Ich weiß, es ist jetzt gerade total einfach gesagt, aber die Umsetzung ist wirklich eine Herausforderung, weil man jeden Tag da drin ist. Da wäre wirklich das allererste, am eigenen Nervensystem zu arbeiten, um in die Regulation zu gehen. Wenn wir da in die Regulation gehen, ins eigene Nervensystem, mit uns selber arbeiten, dann ist es einfacher, das Reagieren auf die Kinder harmonischer zu gestalten. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Schreib mir gerne einen Kommentar unten, wie es bei dir aussieht mit der Erziehung der Kinder, ob du da manchmal überfordert bist oder nicht und was deine Herausforderung ist. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.